Hey ho, meine Lieben, heute gibt's mal wieder, oder heute gibt es mal ein klitzekleines, ganz schnelles Schnellküchenvideo nach der Arbeit. Ich weiß selber noch nicht genau, was es gibt, aber irgendwas mit Champignons, Schweinefleisch und der Aubergine, die noch übrig war vom letzten Mal. Ach, das Video ist noch gar nicht draußen. Okay, und ja. Ein Paket habe ich noch bekommen. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Ja, aber jetzt einmal schnell an die Pfanne zum Herd. So, hier habe ich Champignons einfach sauber gemacht, halbiert und trocken in die Pfanne. Und die braten wir jetzt erst einmal schön ordentlich kräftig an. Ja, und das Video ist nicht 4K, habt ihr ja gemerkt, weil ich einfach schnell die kleine Cam in die Hand genommen habe. Einfach nur aus Jux und Dollerei. Und ja, jetzt schauen wir mal, was ich heute bekommen habe. So, aus der Lausitz kam ein Paket. Ja, vom Bruder Tack. Tacks Grill und Barbecue oder so ähnlich. Und er hat mir was zurückgeschickt. Und zwar den Grillkohle-Testkübel. Und jetzt gucken wir mal, ob er noch ein paar Kohlen übrig gelassen hat oder was anderes drin ist. Das Video, wo der Kübel eine Rolle spielt, könnt ihr beim Taki auf seinem Grillkanal sehen. Und wow! Aber hallo! Aber hallo! Eine flotte Fritte! Ein Pommesgewürz, würde ich mal sagen. Ingredienzien, Salz, Paprika, Onions. Also Zwiebeln, Knoblauch und Turmeric. Was ist Turmeric? Keine Ahnung. Na, wir werden es schon rausfinden. Oh, yum yum. Bacon-Creme-Schmalz. Wow. Geräucherter Speck. Geil. Geil, 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 geil. Was haben wir hier noch? Ein Lick Me Smoke Hickory. Sehr geil. Oh. Wow. Oh, geräucherter Schinken. Ja, wie geil ist das denn? Hammerhart. Ey, Taki, alte Hütte. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Wow. Also, echt heftig, was du mir da eingepackt hast. Ja, Haare habe ich auch noch nicht gemacht nach der Arbeit. Ach, die Pfanne steht bloß auf 6. Drehen wir auf 9 hoch, dass da was vorwärts geht. Na, was hängt da noch für ein Fussel in der Pfanne drin? Also die ungeschminkte Wahrheit heute in dem Video. Mit dem Essen. Ja, ich brate jetzt die Pilze an. Und dann machen wir einfach mal mit dem Fleisch weiter. Gewürz weiß ich immer noch nicht. Aber was ich auch hier gerade noch liegen habe, so Pitterbrötchen, das gibt es in einem der nächsten Videos. Schauen wir mal nach. Und zwar im Zigeunerwursttopf ist gerade rausgekommen, dann kommt noch eins. Im übernächsten, da spielen die Pitterbrötchen da eine Rolle. Genau. So, Freunde, ich hoffe, man kann es erkennen, die Champignons werden hier wirklich, ja, oder kriegen da drin wirklich etwas Röstaromen. Und drüben geht's weiter. Ich habe hier ein bisschen Schweinegulasch noch etwas kleiner geschnitten. Die Aubergine tue ich jetzt auch noch würfeln und würzen durch das Ganze mit einem One for All Wap vom Klaus. Ja, und das Fleisch durch nachher würzen. Und dann gucken wir weiter. Da stehen die Champignons und schauen wir mal, ob das mit der Aubergine auch klappt. Ja, Aubergine sah so einsam und verlassen aus, darum habe ich jetzt einfach noch am Bacon schon gewürfelten mit, ja, in die Pfanne einfach reingeschmissen. Und ich höre gerade, draußen kommt gerade mein Schatz heim. Und jetzt gucken wir mal, was er sagt, weil ich habe eigentlich gesagt, ich mache heute kein Video. Hallo Schatzi, ich mache heute doch ein Mini-Video. Na, wo ist er denn?
Was hältst du davon, wenn wir die Soße vom übernächsten Video, die restliche da draufhauen? Vom übernächsten Video? Ja, die Metaxa-Soße. Ja, mach. Ja, gut, dann wissen wir jetzt auch schon, was wir da noch mit dazu hauen. Sie hat den Frikettkübel gefunden. Was sagst du da dazu? Hammer, oder? Okay. Ja. Taki, I love you. Oh, lecker. Okay, aber konzentrieren wir uns aufs Essen jetzt. Das reicht. Ab in den Pott und dann kommt schon das Fleisch rein. Also, das Gulaschfleisch tue ich jetzt einfach ein bisschen anbraten, dass es ein paar Röstaromen kriegt und dann mit ein bisschen Wasser, Flüssigkeit aufgießen und würzen. Gucken wir mal, ob ich das so freihand mit einer Hand auf die Schnelle hinkriege. Hauen wir uns einfach ein bisschen Ofer drüber. Ja, das muss ausreichen. Ich will es ja nicht zu sehr überwürzen heute. One for all, yes. So. Dann hauen wir mal einen Schluck Metaxa rein. Nein, das ist keine Metaxa-Soße. Das ist einfach nur mit Metaxa. Und wie gesagt, mit Metaxa und fertig. Jetzt gießen wir das Ganze mit Wasser auf. Und so lassen wir das jetzt einfach vor sich hinschmoren. Bisschen wieder einreduzieren lassen. Ja, und schauen wir mal, wie es am Schluss schmeckt. Ob wir vielleicht noch ein bisschen Gewürz dran tun. Wir werden sehen. Einfach vor sich hin blubbern lassen. Also schmoren. Ja, man hätte das Ganze jetzt auch flambieren können, aber ich glaube, dass wenn ich jetzt hier in der Küche angezündet hätte, es wäre ein bisschen heftig gekommen. Nee, lieber nicht. Ich glaube, da muss ich gar nicht mehr viel nachwürzen. Und vielleicht brauche ich die Metaxa-Soße von draußen ja gar nicht holen. Wenn ich dann nachher bloß noch ein bisschen Sahne oder irgendwas mit hinzutue. Naja, schauen wir mal, was es wird. Irgendwas mache ich damit noch. Also, Herd habe ich ihn runtergeschaltet. Wie gesagt, so lassen wir das jetzt vor sich hin schmoren. Oder auch köcheln, weil es doch ziemlich viel Flüssigkeit ist. Jetzt sind wir gerade draußen gekocht, während es hier so vor sich hin simmert und sagte ich noch, haben wir noch vorgekochte oder gekochte Kartoffeln? Sagt Schatz, nein. Warum? Willst du ein Fünferle durcheinander machen? Dann habe ich die Zutaten durchgezählt und sage ich, jetzt haben wir auch einen Videotitel. Ein Fünferle durcheinander und es waren bis jetzt bloß 4. Das Gewürz zählt ja nicht als Zutat oder das Wasser oder Sahne oder was wir da noch reinhauen. Und eigentlich wollte ich ja noch eine Dose weiße Bohnen rein tun, haben wir aber keine mehr. Deswegen kommt eine Dose Kidneybohnen noch mit rein. Tja, Freunde, AMT trifft AMC. Umgekehrt. Nein. AMC hat AMT getroffen. AMT habe ich auf die Pfanne gezeigt, trifft nee. AMC, Deckel, den Deckel. Drauf. Passt doch. Ist doch scheißegal, wie du da. Ja, einfach. Ja, damit wir einen Deckel drauf haben und das lassen wir jetzt eben, wie gesagt, vor sich hinzimmern und ich fange schon mal mit dem Video bearbeiten an. Tja Leute, und wie gesagt, während das da noch simmert, fange ich hier mit dem Video zum Bearbeiten an, was ihr gerade anschaut. Oh, ich hasse es. Naja, okay. Jetzt wird es aber langsam Zeit und schauen wir mal, ob das Fleisch schon Richtung weich wird. So Leute, das ist soweit einreduziert. Und Schatzi ist auch fleißig am Mithelfen mittlerweile. Unsere Böhnchen, den Rest, sehr schön, jetzt brauche ich bloß noch die Cam halten. Gefällt mir auch ganz gut. Puh. Willst du jetzt die Metaxa-Soße da wirklich noch mit reinkippen? Ja,
Du hast gesagt, die kenne ich. Okay. Ein bisschen brauchen wir schon noch Soße, schon. Ja, okay. Dann haben wir hier die Metaxa-Soße, wo auch im übernächsten Video ja, gemacht wird. Also das ist richtig Metaxa-Soße. So richtig, richtig. Ja, und jetzt lassen wir alles nochmal komplett zusammen warm werden. Und wenn die Pizzabrötchen dann, die sind im Backofen, fertig sind, können wir essen. Tätere. Ja, Pfanne ist voll geworden. Und riechen tut es ganz lecker. Und jetzt gehen wir an den Tisch essen. Probierle. Und hier haben wir sie jetzt, die Pfanne. Ja, fünfele durcheinander. Genau, richtig lecker. So, Freunde, und jetzt wird das Ganze probiert. Immer noch Freihandführung, Kamera. Ich hole heute kein Stativ. Fein. Das ist ein richtig geiles Durcheinander. Das ist schon nacheinander. Fleisch ist weich geworden. Richtig geile Resteverwertung. Mitunter aber auch lecker. Essen, Fazit, Video, Ende. So, Leute, kommen wir noch zum schnellen Fazit. Also ich muss sagen, es war so verdammt lecker, wirklich verdammt lecker. Hat alles gepasst, bis auf vielleicht die Aubergine. Aber die habe ich gleich so rausgegessen und dann war keine mehr auf dem Teller. Und deswegen hat es wunderbar gepasst. Was ich dazu noch sagen muss, jeder, wo den Ofarap schon mal probiert hat, weiß, auf dem Fleisch und auf dem Grill ist er nicht scharf. Tut man den aber in Flüssigkeit, so wie es ich jetzt gemacht habe, noch eine ganze Weile köcheln, dann lösen sich die, ja, wie soll ich sagen, ganzen Schärfearomen aus dem Chili raus und oh, leck mir am Ärmel, das wird verdammt scharf. Die Mädels wollen ja ihr Fazit sprechen. Bitte schön. Arbeiten. Also ich fand es sehr lecker und ich fand es auch nicht zu scharf. Die Schärfe kam danach mir. Ja, die ist eh immer schärfer. Ich fand es sehr lecker. Ja, also richtig gut. Ja, mitunter aber auch Resteverwertung. Okay, das war's. Video bearbeiten bin ich jetzt schon bei über 8 Minuten. Also das Video ist an dieser Stelle bestimmt schon wieder 10 oder 12 Minuten lang. Tja, ist halt so. Macht nichts. Mir hat Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch beim Angucken. Und Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Tschaikowski.